Hey Leute, was geht ab? Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich habe auf der Rückfahrt noch ein Video aufgenommen. In dem Video erzähle ich über meine Erfahrungen auf dem Rückweg mit dem Wagner Mikrokeramik-Additiv. Ich bin zu dem Zeitpunkt 600 Kilometer oder 650 Kilometer mit dem Additiv gefahren. Das Video habe ich ungefähr 150 bis 100 Kilometer vor der Ankunft in Hamburg aufgenommen, in meinem Auto während der Fahrt. Ich erzähle in dem Video ein bisschen, wie gesagt, über meine Erfahrungen, über den Spritverbrauch, über die Veränderungen und die Anpassung meines Fahrstils, die ich vornehmen musste. Ich habe dabei versucht, den ganzen Fahrstil so gut anzugleichen an den Fahrstil der Hinfahrt, dass es eigentlich sehr gut reproduzierbar ist. Ich habe einmal durchgelatscht, ich habe einmal die Leistung komplett abgerufen, bin aber sonst so gut, ich konnte konstant gefahren, hatte auch während der ganzen Fahrt keinen Stau, keine Stop-and-Goes großartig, nicht großartig, sondern überhaupt nicht. Und bevor ich euch das Video zeige, möchte ich nochmal ein ganz, ganz großes Danke an Walter Wagner ausrichten. Also Walter, wenn du es siehst, vielen herzlichen Dank, dass du ja, dir die Zeit genommen hast und wirklich 2 Tage deine Firma hast ja, links liegen lassen, um Frage und Antwort für mich oder für die Community, die ich hier habe, oder ja, kann ich das so sagen, ja, für die Community eingeplant hast und wirklich Frage und Antwort standst und alle Fragen nach bestem Wissen, denke ich mal, auf jeden Fall beantwortet hast und auch sehr schön ins Detail gegangen bist. Das finde ich echt cool und es freut mich sehr und ich hoffe, die Community freut sich auch und ist auch so begeistert wie ich, dass er ja, Lust auf das ganze Projekt hatte. Als Goodie hat er uns und der Community noch mit an die Hand gegeben einen Gutschein. Und zwar gibt es aktuell, hat Wagner uns, das habe ich schon ein, zwei Leuten schon erzählt, die haben sich riesig darüber gefreut. Jetzt mache ich es hier auch über den YouTube-Channel, publiziere ich das jetzt mal. Er hat unserer Community einen Coupon-Gutschein gegeben und zwar ist dieser für den gesamten Wareneinkauf, also auf den gesamten Warenkorb, gibt es 10% Rabatt. Aktuell nur bei der Erstbestellung oder bei der Erstbestellung gibt es 10% Rabatt auf den gesamten Warenkorb. Da weiß ich aktuell nicht, ob ich noch irgendwie nachträglich ein bisschen mehr herauskitzeln kann, dass es über die Erstbestellung hinausgeht. Aber aktuell ist es super, dass er überhaupt oder dass er uns noch was mit an die Hand gibt als, ja, als Goodie. Super cool, die ganze Aktion. Der Coupon-Code lautet, das blende ich jetzt hier unten ein, MARKMONETTI10. Wichtig ist, alles in Großbuchstaben. Und den könnt ihr eingeben nur über seinen eigenen Online-Shop. Der Online-Shop lautet uldiöl.de, blende ich hier auch nochmal ein. Das könnt ihr dann am Ende, wenn ihr die Produkte eingeführt habt, eingeben. Und dann kriegt ihr auf den gesamten Warenkorb bei euren Ersteinkauf 10% Rabatt. Ja, das ist noch ein Goodie, was er uns mit an die Hand gegeben hat, was ich echt geil finde. Und nochmal vielen herzlichen Dank dafür und ich hoffe, die Community freut sich auch darüber. Ja, jetzt habe ich soweit auch genug gequatscht. Jetzt geht's zu dem Video von meiner Rückfahrt. Das war es soweit von meiner Seite. Wenn euch das Ganze gefällt und das Projekt gefällt, kommentiert gerne, lasst ein Like da oder abonniert den Channel. Und vielleicht habt ihr sogar Bock und teilt das Ganze. Ich würde mich auf jeden Fall riesig freuen. Ja, das war es soweit von meiner Seite. Bis bald. Viel Spaß mit dem Video. Also, peace. Hey Leute, was geht ab? Ich würde mal mich melden, was so abgeht. Ich bin jetzt auf dem Rückweg. Ich bin hier kurz vor Hamburg. Das sind glaube ich noch 60, 70 Kilometer, die ich zu fahren habe. Und die 600 habe ich schon hinter mir. Ich wollte nochmal kurz auf dem Laufenden halten, was hier so abgeht. Und zwar bin ich die ganze Fahrt genauso zurückgefahren im Großen und Ganzen, wie ich hingefahren bin. Und ich kann auf jeden Fall sagen, so wie meine aktuellen Daten hier zum Auslesen sind, ist mein Auto fast einen Liter sparsamer unterwegs. Also, na, ein bisschen übertrieben, aber ungefähr 0,6 Liter weniger im Verbrauch, wenn ich hier gerade so erfahre. Ja, kleine Infos, die ich so ein bisschen geben kann. Und zwar, ich bin 100 Kilometer gefahren, weil keine Tankstelle in der Nähe war. Ich hatte aber noch irgendwie einen halben oder ein bisschen mehr als einen halben Tank voll, als ich gestartet bin. Hab dann voll getankt und dann im Prinzip, also ich war, ja, wie sag ich es denn am besten? Ich bin glaube ich so ungefähr 60 Kilometer hin zur Autobahn hingefahren und da war ich irgendwie noch 20 Kilometer auf der Autobahn drauf. Dann habe ich voll getankt und seitdem ist der Tank in Betrieb, sage ich mal so. Jojo Leute, was geht ab? Ich bin jetzt hier unterwegs, wieder auf dem Heimweg, bin jetzt schon 100 Kilometer gefahren, bin gerade noch tanken. Und ja, ich freue mich auf den Heimweg, habe noch gute 500 irgendwas Kilometer vor mir und bald geht's weiter. Ja, Wetter ist soweit echt ganz nice hier, ist aber auch trotzdem minus 4 Grad. Es hat in der Nacht ein bisschen geschneit, mein Auto sieht echt aus. Warte. Völlig schmutzig das ganze Ding.
Aber nach über 1000 Kilometer würde ich mal sagen, ist das völlig in Ordnung. Und ich habe mit der Tankfüllung, die frisch reingefüllt wurde mit der 102 Ultimate, habe ich jetzt 510 Kilometer abgespult. Im gleichen Stil, so wie ich auch hingefahren bin. Restreichweite sagte mir an von 254 und 510, das sind 760 und ein paar zerquetschte. Also 760 Gesamtreichweite wäre es mit der Fahrweise, ein bisschen zurückgerechnet, liegt es ungefähr bei 8,4 Liter sind es, glaube ich, die ich hier im Schnitt so verfahre. Und der Fahrstil ist eigentlich genauso gewählt wie vorher. Tempomat 8,1 zeigt er hier an. Tempomat angemacht mit Abstandssensor, ohne große Eile, ohne großen Stress, ganz entspanntes Reisen. Und ja, wie man sieht, sparsamer. Ich kann auch erklären, woher die Spritersparnis auch noch kommen wird. Und zwar, was ein ziemlich deutlicher Faktor ist, den man einfach merkt, ist, dass das Ausrollverhalten oder wie sagen wir, die Reibleistung oder in anderen Worten die Kraft, wie das Auto ausrollt, wenn ich vom Gas gehe, also der Widerstand ist geringer. Vollkommen nicht zielausgerichtet. Also was man richtig merkt, ist, man geht vom Gas, der Wagen rollt deutlich, deutlich länger, bis er an Geschwindigkeit abbaut. Und auf dieser Strecke sind hier mehrere Baustellen, immer wieder so Gitterspiel 120, 130 Schilder gibt es auch, 130, 120, 110, 80, 60, dann wieder 80, dann wieder 100, dann wieder 120, dann wieder 180, dann wieder 80. Und ja, ich sehe die Schilder, ich achte drauf, so wie ich es vorher auch gemacht habe, und lasse nochmal den Wagen ausrollen. Und dadurch, dass der Wagen aber deutlich länger braucht, um Geschwindigkeit abzubauen, rolle ich länger. Und solange, das solltet ihr aber auch, das weiß glaube ich jeder, aber solange dann der Wagen rollt, ist ja irgendwie, wird kein Sprit mehr eingespritzt. Demzufolge verbrauche ich eine längere Zeit keinen Sprit und habe dadurch eine Spritersparnis. Ja, was mich am positivsten jetzt überrascht hat, ist wirklich, was mir aufgefallen ist, ich bin ja heute Morgen gestartet, heute Morgen war minus 5 Grad und mein Auto steht immer in der Garage und manchmal habe ich immer noch ein kleines Zwicken, sage ich mal, in der Handschaltung, und das war jetzt auch bei den Minusgraden, also wenn mein Wagen draußen stand, was ja ziemlich selten aktuell der Fall ist, aber wenn er mal richtig runtergekühlt ist, dann merke ich wirklich, dass der erste Gang erstmal so die ersten 3-4 Kilometer ein bisschen hakelig ist. Das war schon immer so, aber es war schon extremer, bevor ich den Ölwechsel gemacht habe. Und jetzt haben wir das so gemacht, wir haben auch in das Getriebeöl noch das Keramik reingemacht. Wir haben ein ganz bisschen abgelassen und es ist immer also 10% und da sind 1,3 Liter drin. Also wir haben Pi mal Daumen immer so 100 Milliliter abgelassen, 100 Milliliter Keramik reingefüllt. Und ja, der Effekt war relativ schnell und relativ deutlich zu spüren. Und allgemein, der Knüppel flutscht viel besser in den Gassen. Und das hätte ich nicht gedacht, das ist ziemlich stark, weil meine Freundin, als sie mein Auto fuhr, hat immer wieder gesagt, ja, Marc, dein Auto zu fahren ist derbe geil, geiler Sound, nice Power und so weiter, ein schöner Sechszylinder, aber die Gänge gehen voll schwer. Und sie hat einen Golf und dann beim Golf kannst du den Schalthebel schon angucken und der fängt an sich zu bewegen, weil das extrem leichtgängig beim Golf ist. Ich fahre den ja auch manchmal, ich weiß wie das ist. Und die Schaltkulisse jetzt ist vom Gefühl her einfach viel geschmeidiger. Und ich finde es ganz geil, weil das manchmal so eine Sache war, gerade erster, zweiter, dritter, war immer leicht hakelig. Und das ist jetzt einfach leichter zu bewerkstelligen. Fand ich ziemlich geil. Und ja, ansonsten muss ich sagen, der Trip war extrem beeindruckend für mich. Wie sage ich am besten? Ich habe ja wirklich ein bisschen mitgenommen, so Tag für Tag. Als ich da war, habe ich eigentlich, und das eigentlich kann ich streichen, habe ich überhaupt keine Zeit gehabt für irgendwas anderes. Wir waren vollkommen durchgetaktet und haben jede Minute genutzt, jeden Moment genutzt und haben einfach super viel uns ausgetauscht. Wir haben auch uns nicht wirklich viel Zeit zum Essen und Pausen zwischendurch gegönnt. Haben uns aber richtig gut kennengelernt und ja, über alles Mögliche auch. Also über viel Autokram und ein bisschen Privates natürlich auch gequatscht. Und ja, war sehr hochinteressant und wir haben jede Minute, die wir hatten, so gut genutzt, wie wir konnten. Also die Zeit war durchgetaktet und durchgängig intensiv genutzt. Und demzufolge habe ich überhaupt das Handy in der Zeit so gut wie gar nicht in der Hand gehabt.
um irgendwelche anderen Sachen zu checken, wie Insta oder Facebook-Post oder so. Das habe ich dann abends noch mal ein bisschen kurz im Hotel gemacht. Und weiß ich nicht, war ich so am ersten Tag war ich glaube ich um kurz vor 12 im Hotel. Und dann habe ich noch mal eine halbe Stunde ein bisschen YouTube kurz gemacht, aber nur so das Wesentliche. Und so Leute, jetzt ist, wie spät ist es? 11:30. Ich war gerade eben noch mit Wagner und seiner Frau hier in Nördlingen im Restaurant was essen. Und echt ein super, super, super langer und intensiver Tag ist das gewesen. Wir haben uns die Münder fusselig gequatscht und uns super viele ausgetauscht. Mein Mund ist total trocken und super interessant. Ich habe echt viel, viele, viele Sachen erfahren. Wir haben uns auch zusammengesetzt und Interviews oder ein Interview geführt, so, wo wir eure Fragen beantworten, allgemein unseren Talk ein bisschen so aufgezeichnet und es sind Unmengen an Videomaterial entstanden. Ich muss wirklich gucken, ob ich so das Beste zusammenpicke, aber ich glaube, ich muss es locker in drei Teile aufteilen und ja, kann mir schon vorstellen, dass es so gut ein, zwei Stunden Filmmaterial auf YouTube werden, die aus kommen, weil das einfach ein wandelndes Lexikon auch ist. und die Erfahrung, die 25 Jahre Erfahrung, die er einfach mit sich bringt aus der Branche, die hat er einfach und das merkt man. Ist auch echt ein super, super, super cooler Mensch, sehr herzlich, sehr familiär und ja, wie sagt man hier, ein Funzkerl. Also klasse Typ, richtig geil, macht richtig Spaß. Ich bin morgen nochmal da. Auch wenn das Ganze gar nicht geplant war, eigentlich dachte ich, ja, morgen wieder ab nach Hause direkt, aber ich bin morgen nochmal da. Wie lange, weiß ich nicht, aber ich werde auf jeden Fall morgen nochmal, ja, weiß ich nicht, halte ich mal offen, aber ich hoffe nicht so lange wie heute, sonst wird die Rückfahrt echt. Aber auf jeden Fall nochmal morgen da einen halben Tag mindestens verbringen. Er hat auch wirklich echt Erfindungen, von denen du echt noch nichts gehört hast, die echt so crazy sind und ich denke auch, das war so. Also ich werde definitiv nochmal hier runterkommen und nochmal mäßig unterwegs sein, weil der hat echt einen Haufen Kram, den man noch erzählen könnte, der einfach, es reicht die Zeit nicht. Und ja, ich bin auch fertig und freue mich jetzt aufs Bett, bin voll gefuttert und auch ein bisschen erschöpft, aber im positiven Sinne. Ich musste nochmal zum Auto, ich habe mein Wasser vergessen, musste mir noch was zu trinken holen und dann geht's nämlich auch in die Haie. Und das war's soweit von meiner Seite und bis morgen, deswegen, ja. Ja, über den Tag habe ich leider nicht wirklich die Zeit gehabt, Instagram aktiv zu sein, weil einfach das ganze Gespräch so fesselnd war, dass ich da gar nicht drüber nachgedacht habe. Also die Aufmerksamkeit galt einfach durchgängig unserem Gespräch. So, ich gehe jetzt nochmal runter zu meinem Auto, hol mir mein Wasser raus und dann auch ins ersehnte Bett. Muss mal gucken, wo ich meinen Schlüssel... Haut rein, Jungs! Peace! Gute Nacht. Als würde ich jetzt echt schlafen gehen. Also, ich gucke mir gerade noch ein bisschen Videomaterial an. Es kopiert auch noch ein bisschen. War echt geil. Und ja, super geil. Ein paar Ausschnitte habt ihr schon gesehen. Ist echt, ist glaube ich echt ganz gut. Zeigt es dann einfach, wie es so.
Folgetag wieder um 6 Uhr aufgestanden. Checker-Time und nächste Runde zu Wagner. Und dann ja, wieder komplett durchgezogen. Ich war gestern auch wieder um 12 Uhr zu Hause. Wir waren dann wieder abends essen, wieder um 10 Uhr, weil wir es vorher nicht geschafft haben. Beide Tage jeweils. Und war ich immer abends noch im Hotel, hab dann noch ein bisschen Kram vorbereitet. Dann ja, haben wir sogar noch um einen Tag verlängert. Also eigentlich wollte ich ja eine Nacht da bleiben. Oder vielleicht noch einen halben Tag nutzen. Und dann ist aber aus einem halben Tag noch ein ganzer geworden. Dann habe ich noch einen Tag Hotel dran gehängt. Beziehungsweise diese Nacht hat Herr Wagner mir spendiert. Also hat Walter mir spendiert. Super, auch super, super geil. Hat mich auch total gefreut. Hey, was geht ab? Ja, ein bisschen behind the scenes. Und wieder Check-in-Time. Ja, ich bin jetzt wieder im Hotel. Ich habe nochmal eine Nacht verlängert. Und ich war nochmal mit Herr Wagner abends essen. Bis jetzt ist es 12:30. Wir haben nochmal ewig lange gequatscht. Ich glaube, um 10 waren wir hier. Um 10 oder erst haben wir es geschafft zum Essen. Und ja, haben uns bis eben noch ganz viel unterhalten. Ich bin jetzt wieder back in dem Hotel. Hab nochmal verlängert, weil jetzt nach Hause fahren, 6 Stunden, glaube ich, ist ein bisschen uncool. Deswegen geht's so in die Richtung. Dann ja, heute auspennen und dann morgen ganz entspannt nach Hause. Ja, wir haben super viel gemacht, super viel gefilmt, super viel festgehalten, super viel uns unterhalten. Und ja, jetzt freue ich mich aufs Bett. Gucken wir aber auf jeden Fall noch ein paar Sachen an, glaube ich. Und dann ja, melde ich mich morgen nochmal. Also haut rein. Und ja, weil wir einfach so viel Thematiken haben, ist es garantiert nicht die letzte Reise, die ich dorthin mache. Also ich werde auf jeden Fall nochmal runterfahren, mindestens einmal, denke ich, und euch wieder mitnehmen auf den Trip. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht durch die Videos, die ich jetzt nach und nach so veröffentlicht werde, weil ich habe, glaube ich, 60, 70 GB Filmmaterial in Stunden, vielleicht 8 Stunden Videomaterial, das ich zur Verfügung habe. Da muss ich gucken, wie ich das alles verarbeite, wie schnell das geht und so. Und mit der Zeit haben wir auch gemerkt, wir haben uns immer mal eingespielt. Gegen Ende konnten wir, oder werde ich wahrscheinlich schon fast One-Takes raushauen können. Da muss ich, glaube ich, gar nicht mehr so viel schneiden. Das hat immer besser funktioniert. Und ich kann mir auch vorstellen, dass durch die Videos, die ich nach und nach hochlade und zeigen werde, dass da neue Fragen aufkommen oder irgendwie bei euch ein bisschen Interesse klingelt oder sowas. Das wäre auf jeden Fall super cool, würde mich auch freuen. Und vielleicht sogar neue Fragen wieder entstehen, die ich mitnehmen kann, die ich wieder stellen kann, die wir wieder diskutieren können. Ja. Soweit, so gut. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Wenn euch die ganze Aktion gefällt und ihr diesen bisschen Daily Vlog Style auch ganz cool fandet, kommentiert das gerne mal. Mich würde es interessieren, was ihr so dazu meint und was ihr davon haltet. Wie sagt man das? Weiß ich gar nicht. Was eure Meinung dazu ist. Ich persönlich finde das ganz cool, weil ich möchte euch gerne auf den Weg mitbringen, was ich so mache und womit ich so mich beschäftige. Und ich werde das einfach mal konsequenter machen, dass ihr einfach mehr hinter den Kulissen von mir mitbekommt. Und ja, das war es soweit von meiner Seite. Und jetzt nochmal die Aufforderung. Ich würde mich freuen, wenn euch das gefallen hat und ihr Videos habt, die euch gefallen, oder Facebook-Videos habt, die ihr vielleicht auch mal sieht, die aus meiner kreativen Phase kommen oder so, wenn ihr den Kram liked oder teilt und ein bisschen streut und mir dabei hilft, ein bisschen Reichweite aufzubauen. Und mich freut es wirklich, dass einfach ich Leute erreiche und irgendwie auch darüber ja, interessante Leute und eine Gang, sage ich mal, zusammenbringen, dass die Leute sich untereinander helfen können, dass eine Gemeinschaft entsteht. Dinger in der WhatsApp-Gruppe haben wir auch schon einige Freundschaften, die darüber entstanden sind, und so wie es aussieht, brennen auch alle euch echt auf dem Treffen. Ich habe auch in der Zeit überhaupt nicht reingeguckt, nicht einmal. Ich glaube, ich einmal doch kurz, aber nicht intensiv. Und das werde ich, glaube ich, nochmal alles lektüremäßig nachlesen. Und nochmal gucken, was da so diskutiert worden ist. Auf jeden Fall, die WhatsApp-Gruppe brennt drauf auf dem Treffen. Und ich werde auch mal gucken, wie wir das alles so organisieren können oder wie ich das organisieren werde. Dass wir die Leute auch zusammenbringen, vielleicht in einem größeren Event, dass wir dann vielleicht 20 Leute oder aufwärts zusammen trommeln können, oder 20 Autos, wäre noch geiler. Am besten vielleicht mit einer kleinen Ausfahrt und nicht nur das reine Zusammensitzen und ja,
bin gespannt, wie das Ganze weitergeht. Und jetzt verabschiede ich mich auch endgültig. Und das war's von meiner Seite. Ja. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und bis bald. Und Kassius in R6. Peace. Jetzt das Video von der Rückfahrt. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn euch das Ganze gefallen hat, das Projekt gefallen hat, auf jeden Fall bitte kommentiert oder teilt eure Erfahrungen mit oder teilt mir ein bisschen Feedback mit, wie euch das Ganze gefallen hat. Und ja, lasst vielleicht einen Daumen hoch da und abonniert den Channel. Ich würde mich auf jeden Fall drüber freuen. Bis bald. Also haut rein, Jungs. Peace.